Hallo zusammen für ein weiteres einfaches veganes Rezept für jeden Tag. Kichererbsen-Patties. Daraus kann man natürlich leckere Burger machen, man kann sie auch unter den Salat tun und euch fällt bestimmt noch mehr dazu ein. Das ist alles, was ihr braucht. Genaue Angaben im Text unterm Video zu finden. Zunächst dann schnippeln, schnippeln, grob reicht, alles gleich in die Schüssel, denn dann wird püriert. Wenn wir schön durchpüriert haben, kommt als nächstes die Würze dazu. Auch hier könnt ihr nochmal nach eurem Geschmack variieren. Und dann geht es natürlich um die Konsistenz. Entsprechend Mehl oder auch Haferflocken zugeben, bis ihr schöne Patties formen könnt. Und die kommen dann unter ein Waffeleisen, da dann schön goldbraun rausbacken. Und dazu natürlich noch selbstgemachtes Ketchup. Super easy, nach euren Mengen zu dosieren und garantiert industriezuckerfrei. Dann seid ihr auch schon mit den wichtigsten Zutaten durch. Viel Spaß und guten Appetit mit eurem Burger. Und das Kichererbsenwasser könnt ihr natürlich auch noch für Plätzchen oder Kaiserschmarrn verwenden. Viel Spaß!